Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo, ein Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen die Präzession und das bedeutet, dass unsere Sonne, die ganze gesamte Sonnensystem bewegt sich auch durch den platonischen Jahr. Es ist zwar ganz minimal, aber im laufenden Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden macht diese Bewegung was aus. Und das wird in indischen Astrologie berücksichtigt. Und es ist sehr präzise, das übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Also das ist der Unterschied zwischen westlichen und indischen Astrologie. Natürlich kommt noch Mondhäuser und anderen Faktoren dazu, aber das wesentliche Unterschied liegt an dieser Berechnung. Liebe Giarelia, ich grüße dich. Das ist dein Video, dein Horoskop-Analyse, Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese einzelnen Lebensbereiche. Und jetzt bei Teil 2 schauen wir an, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten in dein Geburtsmoment. Und das bedeutet, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, dein erster Atemzug, standen die Sterne so über dir. Und Geburtshoroskop bedeutet wie ein Momentaufnahme und es bleibt auch stehen, da bewegt sich nichts. Das ist die Geburtshoroskop. Der erste Lebensbereich ist dein Geburtsmoment, Lagna oder Aszendent. Und dieser Moment ist die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont aufgestiegen. Aber die Tierkreiszeichen Zwillinge ist ein großes Sternbild oder astrologisch bezeichnen wir als 30 Grad. Also das dauert schon, bis die Zwilling hochsteigt in Osthorizont und in dem Moment, wo du geboren bist, ist schon ein Teil aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang und hat noch einen Einfluss auf den 12. Lebensbereich. Aber jeder einzelne Lebensbereich hat ein Tor. Und mit diesem Tor, mit dieser Energie öffnen wir die einzelnen Lebensbereiche. So wie in ein Haus, in verschiedenen Räumlichkeiten, haben wir auch eine Tür und das öffnen wir. Und das bedeutet, du hast Aszendent Zwillinge und die Tierkreiszeichen Zwillinge haben noch einen Einfluss auf deinen 12. Lebensbereich auch. Bei zweiten Lebensbereich handelt es sich um Werte, Wertschätzung, Finanzen. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit einem Tor. Ich nenne das immer geheime Tore. Dieser geheime Tor öffnet sich mit Krebs, aber die Tierkreiszeichen Krebs hat noch eine Färbung auf deine Persönlichkeit. Der dritte Lebensbereich in früheren Jahren bedeutet, dass die schulische Leistung, wie war das damals in die Schule, aber bedeutet noch viel mehr, das ist die Kommunikation, Medien, Nachrichten, Internet, später bedeutet auch Fortbildung oder Seminare oder Schulungen und zeigt auch die Verbindung zum Geschwister und Verwandte, auch für Nachbarn, all das, was man entdecken kann in vertrauten Umgebung.
Dieser geheime Tor öffnet sich mit Löwe, aber die Löwe wirkt noch auf den zweiten Lebensbereich auch. Der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich das als runde Format betrachte, ist die Wurzel des Baumes, die Basis, die Fundament und zeigt auch die Wohnsituation. Diese Tor öffnet sich mit Jungfrau und das bedeutet, das muss bei dir immer sauber und Ordnung sein. Du achtest sehr drauf und Jungfrau wirkt auch auf die Kontakte. Und da bist du ein bisschen kritisch, was die zwischenmenschlichen Kontakte betrifft, bezüglich jetzt Verwandten, Nachbarn, die Menschen in deinen näheren Umgebung. Der fünfte Lebensbereich öffnet sich mit Waage und hat noch einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Das muss schön sein, sauber, gepflegt, hell. Und die Liebe zu Kindern hast du auch und Waage natürlich auch deine Kreativität. Und hier liegt auch die schöpferische Kraft. Der sechste Lebensbereich öffnet sich mit Skorpion und die Skorpion hat aber noch einen Einfluss auf den fünften Lebensbereich. Über Skorpion herrscht Mars, das könnte ein männlichen Junge, also eine Junge als Kind oder Enkelkind natürlich bedeuten, dann könnten wir die Geschlecht, die Kinder dadurch auch bestimmen und bedeutet, Wobei Waage ist Venus-Energie, das wäre ein Mädchen und beide hat hier Einfluss. Ja, stimmt, Venus und Mars. Mars und Venus hier hat auch einen Einfluss auf deine schöpferische Energie, deine schöpferische Kraft und bezeichnet auch die Geschlecht, die Kinder und Enkelkinder. Bei Waage Einfluss ist das Mädchen, bei Skorpion Einfluss eher eine Junge. Skorpion öffnet sich die Bereich Arbeit und Gesundheit und das ist für dich eine Wandlung. Natürlich kann auch Skorpion so mystische, spirituellen Themen auch zeigen. Der siebte Lebensbereich öffnet sich mit Schütze. Und die Schütze hat aber einen Einfluss noch auf den Alltag, auf deine Arbeit. Schütze zeigt Ausland, die große Liebe im Ausland. Der achte Lebensbereich öffnet sich mit Steinbock und das hat einen Einfluss auch auf deine Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Steinbock wirkt in ersten Lebenshälfte streng, aber oft auch Lernaufgaben. Im zweiten Lebenshälfte wirkt anderes, da kommt mehr Stabilität und Struktur. Der neunte Lebensbereich öffnet sich mit Wassermann, aber Wassermann hat noch einen Einfluss auf den achten Lebensbereich. Die Spitze des Horoskopes öffnet sich mit Fischen und die Tierkreiszeichen Fischen beeinflusst die große Reise und Lebenserfahrungen. Und das ist natürlich die Vertrauen, dein Traum, deine Vision zum Leben, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und das hat mit Reisen etwas zu tun. Wieder die spirituelle Richtung ist auch sehr wichtig, ist es auch eine innere Reise. Und was die Berufung betrifft, bedeutet schon Richtung Spiritualität oder Kunst. Über die Tierkreiszeichen Fischen herrscht Neptun und das ist die Kreativität, die Inspiration. Der 11. Lebensbereich öffnet sich mit Widder, hat aber noch einen Einfluss auf den 10. Lebensbereich auch. Hier sind Freundschaften, Bekanntschaften. Es ist nicht immer angenehm. Da musst du dich immer behaupten und durchsetzen.
kann aber ein Hinweis sein, dass du dich mehr mit männlichen Personen verstehst oder hast eine bessere, schönere Freundschaft. Die 12. Lebensbereich, wo um Geheimnisse handelt und karmischen Themen, dieser Lebensbereich öffnet sich mit Stier. Und die Stier hat einen Einfluss auf den 11. Lebensbereich. Du achtest auf wertvolle Freundschaften und dann hast du die Ruhe, diese Gemütlichkeit. Aber wenn da aggressiv ist oder musst du dich immer beweisen, behaupten, das bringt dich eher aus der Ruhe. Und jetzt schauen wir an, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten, weil diese Lebensbereiche sind für dich persönlich viel wichtiger. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze im 6. Lebensbereich. Schütze im 6. Lebensbereich. Da fließt deine Lebenskraft, den Alltag zu bewältigen, auf die Gesundheit achten und natürlich Arbeit. Mond befindet sich in der Tierkreiszeichen Krebs und Mond fühlt sich sehr wohl in Tierkreiszeichen Krebs, weil das ist das Herrscher über die Krebs. Du hast ein sehr innige Verbindung zum Mondenergie und die Mondenergie ist weiblich. Das ist die Empfängnis, bedeutet auch Mütterlichkeit. Du hast eine starke Mondenergie und das beeinflusst deine Persönlichkeit, weil das befindet sich Mond befindet sich im 2. Lebensbereich. Im Krebs. Krebs hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, aber ich sehe gerade, Mond befindet sich im Krebs, aber im 2. Lebensbereich. Also nicht im 1., sondern im 2. Lebensbereich. Und das ist für dich sehr wichtig, die Wertschätzung. Dass du diesen Respekt auch bekommst. Weil das entspricht deinen Gefühlen. Und wenn dieser Respekt nicht bekommst, dann fühlst du verletzt und ziehst dich zurück. Natürlich bedeutet das die Finanzen auch, die 2. Lebensbereich handelt sich auch um Geld, um Finanzen. Und du hast ein gutes Gefühl dazu. Wichtig ist die Krebsenergie, nicht mit Verstand, sondern mit Gefühlen handeln. Zum Beispiel möchtest du investieren oder willst du etwas gewinnen, also dann versuch nicht das Rechnen und Überlegen, sondern hör auf dein gesundes Bauchgefühl und dann verspürst auch die richtigen Momente zum Handeln und dann kommt das Geld im Fluss. Krebs hat auch mit Zuhause etwas zu tun. Etwas, was familiäres ist, das könnte die Selbstständigkeit bedeuten, dass hier die Finanzen dann verbessern. Oder Handel mit Immobilien oder Inneneinrichtung hat auch mit Wohnsituation, mit unserem Zuhause auch etwas zu tun. Textilien oder Dekos oder Möbel. Also das wäre eine Richtung, wo du gut Geld machen könntest. Mars ist deine Kraft und mit diesem Kraft setzt du vieles in Bewegung, bedeutet aber auch der Mann. Und Mars befindet sich im Waage, im 4. Lebensbereich. Wenn das um deine Kraft handelt,
Die vage Energie gibt dir die künstlerische Art, dein Schönheitssinn. Und wieder die Wohnbereich, die Talent, diese Begabung, das auch vielleicht aufbauen, das ist die Basis, die Fundament, was du aufbauen kannst. Selbstständigkeit in diesem Bereich, Immobilien, Einrichtungen, und da hast du die Schönheitssinn und da könntest deine Kraft einsetzen. So ähnlich wie hier, wo auf die Finanzen zeigt. Mars bedeutet deine Kraft und hier im vierten Lebensbereich ist auch sehr wichtig, dass du Zeit nimmst für dich selbst, dass du dich zurückziehst, zu Hause, Gemütlichkeit, das Schönes genießen, weil da hast du die Kraft. In Ruhe liegt die Kraft. Und du brauchst immer wieder diesen Rückzug, damit du in Kraft bleibst. Und das ist dein Basis. Das ist dein Fundament. Von hier aus kann alles wachsen und dehnen. Das ist deine Energie, deine Kraft. Mars bedeutet auch der Mann. Und im Waage heißt, dieser Mann soll gut aussehend sein, gepflegt sein, ein feiner Gentleman, wo du diese Zweisamkeit zu Hause, dieser Romantik genießen kannst, die schöne Umgebung mit Waage. Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation, die Verbindungen, Terminen, Verträgen, das Wissen auch das Intelligenz. Und diese Merkur-Energie befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion im sechsten Lebensbereich. Also Skorpion im sechsten Lebensbereich, Sonne ist auch im sechsten Lebensbereich, aber im Schütze. Beide hier wirken auf deine Arbeit. Die Schütze natürlich, die Bewegung, Ausland, Auslandskontakte, daran arbeiten. Und Merkur, die Handlungen und durch Skorpion-Energie diese Transformation. Und Skorpion bedeutet auch diese inneren Kraft, all das zu bewältigen. Jupiter ist die innere Sonne, zeigt unsere Größe. Und wir sollen mit unserem Größen bewusst sein. Jupiter schenkt uns etwas. Das sind die Chancen, die Möglichkeiten in unserem Leben. Vorausgesetzt ist, dass wir optimistisch sind. Das ist die Lebenseinstellung. Und vorausgesetzt ist, dass wir nichts übertreiben, sondern nach Maßen handeln, wobei Jupiter gerne etwas vergrößert. Jupiter ist auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück. Wenn nicht dieses Leben, dann eben im nächsten Leben. Das ist ein Gesetz. Und das ist die göttliche Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit vertritt Jupiter. Aber zeigt auch die Weisheit, die höheren Zusammenhänge zu erkennen und öffnet unseren Augen auch auf die Ungerechtigkeiten. Und diese Jupiter-Energie ist bei dir rückläufig. Und das zeigt karmische Themen und befindet sich im Stier, im Bereich 12. Lebensbereich und hier handelt es sich um Karma.
Und dein Karma ist, mit deinen Größenbewusstsein dich ausdehnen, dann diese Weisheit in dir zeigen nach außen und nicht hier im Schattenseite bleiben, sondern wie ein Neugeburt. Und hier handelt es sich um Gerechtigkeit. Natürlich bedeutet das auch, dass du vieles Ungerechtes erlebt hast in früheren Leben oder in deiner Jugend, deiner Kindheit, und du bekommst jetzt deine Rechte, deine Gerechtigkeit. Eine Lernaufgabe hast hier, dein innere Sonne zu erkennen, das vergrößert dein Selbst, das ist schon ein höheres Selbstbewusstsein. Das kann natürlich heißen, dass du immer klein gehalten warst, im früheren Leben oder in deiner Kindheit. Venus ist die Liebesplanet und Venus zeigt deine Weiblichkeit, das ist Skorpion und befindet sich im Skorpion im sechsten Lebensbereich, wirkt. Und das bedeutet, als Skorpion Venus, dass du eine Frau bist mit einer magischen, mystischen Ausstrahlung und einer erotischen Ausstrahlung. Das ist typisch Skorpion. So bist du als Frau. Das gehört zu deiner Natur. Und diese Venus-Energie, was deine Kreativität betrifft, wirkt auf die Arbeit. Venus und Merkur hat mit Schriften auch etwas zu tun. Und das nicht nur Schriften, sondern auch Handeln. Also das wäre ein Bereich, Handeln, Selbstständigkeit, Handeln oder Schreiben. Zum Beispiel ein Buch veröffentlichen. Und Thema ist natürlich Mystik oder Spiritualität. Saturn erteilt uns Lernaufgaben. Saturn ist der Planet der Schicksal. Der kennt unseren Schicksalsweg, was unsere Seele ausgesucht hat. Und solange bis wir in diesem Weg gehen, was wir bewusst als Leben empfinden, Saturn korrigiert das. Also hat einen Einfluss auf unserem Schicksal kommen durch sein Energie, schicksalhafte Ereignisse. Das löst einen beweglichen Saturn aus. Aber was im Geburtshoroskop zeigt, das ist karmischen Themen und Lernaufgabe. Saturn ist der Planet der Schicksal, Planet der Karma, Planet der Zeit und der große Lehrmeister. Saturn befindet sich im Waage, im fünften Lebensbereich. Im Waage, im fünften Lebensbereich. Und hier hast du die Lernaufgabe, dein inneren Kind zum Pflegen. Saturn wirkt in jungen Jahren eher streng. Das könnte ein Hinweis sein auf ein strenges Elternhaus. In späteren Jahren, ich könnte sagen, im zweiten Lebenshälfte strukturiert, ist viel, viel angenehmer. In jungen Jahren wirkt eher einschränkend, nicht weil uns bestrafen will, sondern damit wir dadurch etwas lernen. Deine Lernaufgabe ist die Kinder und das bedeutet deine Kindheit und dein inneren Kind. Hier ein Hinweis bei diesem Jupiter-Themen,
dass du entweder übersehen warst oder warst du immer klein gehalten und zeigt die Kindheit als streng. Es war zwar schön durch diese vage Energie, trotzdem streng. Und diese Lernaufgabe ist jetzt, dein inneren Kind zu pflegen mit deinem größeren Bewusstsein, wenn das diese Jupiter-Energie bedeutet, du warst klein gehalten auch und das ist ungerecht, dir passierte diese Ungerechtigkeit, dann sollst du das nachholen, aufbauen mit deinem größeren Bewusstsein, wie großartig du bist und pflegen dieses innere Kind und immer wieder sagen, ich bin ganz stolz auf dich und du hast das richtig gut gemacht und das stärkt dich innerlich. Es ist nicht nur die Kinder und inneren Kind hier im fünften Lebensbereich, sondern bedeutet die Lebensfreude, das Leben genießen und lachen. Und das ist die Saturn-Energie hier, das sollst du lernen, dass du das zulässt. Uranus bringt immer wieder Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist rückläufig, hat auch karmische Themen und befindet sich in dir gezeichnete Zwillinge und wirkt auf dein erster Lebensbereich, also wirkt auf deine Persönlichkeit. Uranus hat eine Eigenschaft, zeigt außergewöhnliche Lebensumstände. Hier startest mit dieser Energie dein Leben und zeigt, du willst eine ungewöhnliche, außergewöhnliche Schicksalsweg, Lebensweg erleben. Aber sei mit dieser Uranus-Energie auch bewusst, gehört zu deiner Persönlichkeit, fühle dich außergewöhnlich. Und das heißt auch hier Uranus im ersten Lebensbereich, du willst immer anderes sein als alle anderen. Das heißt nicht unbedingt, dass du auffallen möchtest, aber du bist kein Durchschnitt. Und damit kommst du gar nicht klar, sondern die Zwillinge zeigen eine jugendliche Ausstrahlung und Intelligenz und Beweglichkeit. Und Uranus, deine tolle Ideen und zeigt auch dein Aussehen, du wirst immer anderes sein als alle anderen. Und das ist deine Persönlichkeit. Neptun befindet sich im Waage, hier im vierten Lebensbereich und das ist die Inspiration und Träume. Und gerade hier im Waage, das ist traumhaft schön. Und das ist deine Vorstellung über dein Zuhause. Das möchtest du so schön traumhaft gestalten. Du hast Geschmack. Und dieser Geschmack zeigt sich auch in dein Haus, in deine Wohnung. Und das kannst du umsetzen als Berufung Richtung Immobilien, Innenarchitektur, Einrichtung, Dekorationen, weil da lässt du dich inspirieren. Das ist die inspirierende Kraft Neptuns. Traumhaft schön. Pluto gibt dir die innere Kraft und das ist in Tierkreiszeichen Löwe. Und Pluto ist auch rückläufig. Hier hast du auch karmische Themen und das bedeutet mit deinen Werten Bewusstsein. Das ist deine Macht. Hier geht es um deinen Werten. Und Löwe ist sehr königlich. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Mondhäuser, weil in indischen Astrologie wird diese 12 Tierkreiszeichen nochmal unterteilt.
was die Tagesbewegung des Mondes symbolisiert. Und da kommen Einflüsse von Fixsternen. Mond hat eine Eigenschaft, das ist die Empfängnis. Das heißt, Mond saugt das auf wie ein Schwamm und reflektiert uns weiter. Und die einzelnen Mondhäuser beschreiben, was wird da reflektiert. Und jetzt schauen wir an, welche Mondhäuser wirken auf dein Leben. Dein Lagna, dein Aszendent ist Zwillinge. Und dieser Mondhaus bedeutet Artra, und das heißt die Luftelement, das Spielerische, lebendig, diese lebendige Frische, so wie die Morgenröte, diese feuchte Morgenröte, diese lebendige Frische, diese flüssige, aber dazu die Leichtigkeit, diese Luftelement. Was für dich wichtig ist mit dieser Zwillingenergie, das hat jetzt nicht unbedingt mit diesem Mondhaus zu tun, wobei das beeinflusst natürlich dieser Mondhaus auch. Die beiden Hauptsternen in Tierkreiszeichen, Zwillinge, weil doch das ist deine Persönlichkeit, du bist ein Kind davon. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Es ist zwar die klassische griechische Mythologie. Es gab eine Königin und diese Königin hieß Leda. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda und Leda wurde schwanger. Das Problem war aber, dass Leda war verheiratet mit dem König von Sparta. Und wurde auch schwanger und Leda gebar die Zwillinge Castor und Pollux. Castor war der Sohn von dem König und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus. Und das Himmlische, das Göttliche ist unsterblich und das Menschliche ist sterblich. Und die beiden Zwillinge waren immer verbunden. Und wo dann Castor sterben musste, dann ging Pollux zu seinem Vater und sagte, ja, ich kann meinen Zwillingsbruder nicht alleine lassen am Sterben, ich will auch sterben. Und das hat Zeus berührt und hat die beiden Zwillinge im Himmel gesetzt. Die sind immer noch miteinander verbunden. Und diese Geschichte beschreibt unsere Karma, unsere Seelenreise. Castor ist das Schicksal, das Menschliche, was wir erleben auf der Erde. Und Pollux ist unserer Seele, ein Teil von dem göttlichen Schöpfung. Und wenn wir nachdenken, und dieser Weg zeigt die Zwillinge, wenn uns das bewusst ist, dann haben wir ein höheres Selbstbewusstsein. Und diese Geschichte soll dir unterstützen, deine Persönlichkeit zum Leben. Deine Sonne befindet sich im Schütze, hier. Natürlich ist die Schütze die Bewegung, die Feuerelement, Feuer und Flamme zu sein von etwas und auch die Kraft und die Mut. Und die Schütze zeigt in eine Richtung und das ist wichtig, bei Tierkreiszeichen Schütze zu erkennen. Und die Richtung ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße und energetisch ist da unsere Wünsche. Das ist die Fokus. Und wenn wir in die Richtung schauen und die Schütze zeigt das sogar, dann haben wir Orientierung. Und die Feuerelement, diese Begeisterung, die Herzenswärme zeigt auch, was uns begeistert. Das sind unsere Wünsche. Dieses Mondhaus, wo deine Sonne befindet, heißt Mula und bedeutet Wurzel, Fundament, das innere Kraft, dein inneren Feuer. Und du hast die Fähigkeit, Dinge untersuchen, auf den Grund zu gehen, die Gründlichkeit. Dein Mond ist im Krebs, hier,
Und wie ich schon sagte, Mond fühlt sich sehr wohl im Krebs, weil Mond herrscht über Krebs und du nimmst deine Welt mit Gefühlen wahr, bist auch sehr sensibel und du hast dieses Feingefühl, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Dein Gefühl sagt, wann sollst du handeln, aktiv sein und wann ist besser zurückhaltend sein und abwarten. Dieser Mondhaus heißt Ashlesha und wird mit einer Schlange symbolisiert. Und diese Schlange ist die Kundalini-Energie. Es gibt zwei Schlangen. Die eine zieht alles nach unten und blockiert. Das ist die Angst und Zweifel und Schuldgefühl, vielleicht sogar Eifersucht. Und wenn wir diesen Gefühlen loslassen können, dann steigt die Energie nach oben und das ist die Begeisterung, die Hingabe, die Dankbarkeit und natürlich die Liebe. Und das ist diese Transformation hier. Ashlesha bedeutet übersetzt umarmen, umklammern, so wie eine Weltschlange wird das Welt auch so umarmt. Und hier wird noch etwas vermittelt, trennen, vereinigen, trennen, vereinigen. Ich könnte sagen, hier fällt mir die Jungfrau-Energie ein, das Spreu von Weizen trennen. Und gerade hier im zweiten Lebensbereich heißt es, Menschen, die dir keine Wertschätzung geben, dann trenne davon. Und Menschen, die dich wertschätzen, das sollst du befestigen, trennen, befestigen, trennen, befestigen. Aber achte auch auf die Finanzen auch, weil wenn eine Schlange kommt mit bösen Absichten und sowas gibt auch und versucht dich betrügen, dann musst du das unterscheiden und sehen, ist das jetzt die Wahrheit oder eine Lüge. Bei dieser Schlangenenergie ist auch wichtig, das auch zu erkennen. Welche Einflüsse hast du von außen? Und dieser Trennen, Kündigen, Trennen, Vereinigen, Trennen, Vereinigen, Trennen, Vereinigen ist die Entscheidung. Und hier ist wichtig die Krebsenergie, dass du auf dein gesundes Bauchgefühl vertraust und dann auch, dass du das bewusster wahrnimmst. Wer versucht, dich finanziell auszunutzen? Dann trennen. Und wer freut sich, wenn dir finanziell gut geht, das befestigen. Und auch bei der Wertschätzung auch drauf achten. Wer gibt dir Wertschätzung und wer verletzt dich? Und das ist diese Wandlung bei diesem Mondhaus Ashlesha. Mars im Tierkreiszeichen Waage befindet sich im Swati und Saturn aber auch im gleichen Mondhaus. Saturn, Mars im Swati. Sva bedeutet selbst, Ati bedeutet Seele. Das sind die zwei wichtigen Themen, was für dich auch die Basis gibt. Und mit Saturn-Energie hast sogar diese Lernaufgabe, um deine Seele kümmern, um dein Selbst kümmern. Das Befestigen. Hier wird dieser Mondhaus bestrahlt von Kreuz des Südens und zeigt spirituelle, religiöse Themen, auch von Angst trennen. Und hier in diesem Sternbild befindet sich die Südpol und dient zum Orientierung. Du brauchst Orientierung im Leben. Du sollst von Angst befreien. Du sollst mit Themen wie Spiritualität oder religiösen Themen vertrauen. Und dann hast du die Orientierung, und zwar die bedeutet Selbst und Seele. Das soll die Zentrum sein, die Fokus sein, um deine Seele kümmern, um dein Selbst kümmern. Und genau das gibt dir die Basis. Und Saturn sagt, das ist eigentlich deine Lernaufgabe. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen im Skorpion. Hier ist die Merkur-Energie im Skorpion. Jeshta ist dieser Mondhaus und bedeutet
Ernsthaftigkeit und Respekt und Ansehen. Und das sollst du in Sprache bringen und natürlich auch wichtig bei Vertretung, bei Terminen, besonders was deine Arbeit betrifft oder deinen Alltag betrifft, dass du diesen Respekt auch bekommst. Jupiter im Tierkreiszeichen Stier, hier in diesem geheimnisvollen Bereich, dieser geheimnisvolle 12. Lebensbereich, ist dieser Mondhaus, heißt Mruga und wird von Orion bestrahlt, dieser Stammbild Orion. Dieser Stammbild Orion ist der himmlische Jäger, also der Ziele, jagt nach etwas, etwas zu erreichen, nicht aufgeben, sondern diese Bewegung. Und jetzt kommt die beiden, vor ich noch die beiden Mondknoten, noch die Venus-Energie, sehr wichtig, die Venus-Energie, das ist die Weiblichkeit in Skorpion. Venus hier in Skorpion befindet sich auch im selben Mondhaus wie Merkur und das ist Yeshta. Und diese Yeshta erzählt die 27 Frauen des Mondes. Und das heißt, der Mond hat sich verliebt an Rohini, das ist die Morgenröte, und macht einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Schwestern auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen, so beschreibt diese mythologische Geschichte. Und das sind die Tagesbewegung des Mondes, weil Mond besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Und diese Yeshta, wo dein Venus und dein Merkur ist, das ist die älteste von den Geschwistern. Das bedeutet nicht alt ausschauen, sondern diese älteste Geschwister war die Weise und hat von allen Geschwistern hohe Ansehen bekommen und Respekt. Und das, was du hier vertrittst als Frau, dass du respektiert bist, Respekt bekommst und dass du das im Ausdruck bringst und von Kindern, aber auch von Arbeit. Also auch im Arbeitsbereich, auch von den Kindern das zu verlangen, dass du diesen Respekt auch bekommst. Und jetzt kommen die beiden Mondknoten. Es gibt einmal die absteigende Mondknoten Ketu, dieser Drachenschwanz, und zeigt alten karmischen Themen. All das, was du in früheren Leben schon erlebt hast. Und das ist Krebs. Krebs hier im ersten Lebensbereich. Und das war für dich wichtig, selbst zu sein. Aber warst du klein gehalten, warst du übersehen oder du hast dich aufopfert für die Familie. Krebs bedeutet auch Familie. Und deine karmische Lernaufgabe ist jetzt mit deinem Größenbewusstsein, das ist Jupiter-Thema, dass du außergewöhnlich bist, das ist Uranus-Thema und dass du Respekt bekommst, das ist Venus, Merkur in diesem Mondhaus Yeshta und dass du dein Leben genießen kannst, das ist Saturn und Mars hier in diesem Mondhaus Swati, dass du endlich lernst, um dich selbst zu kümmern und um deine Seele kümmern. Und welche Richtung bewegt sich das alles? Das ist die Steinbock-Energie und hat einen Einfluss auf den 7. Lebensbereich. Wenn du so weit bist, dass du das gelernt hast, verinnerlicht hast und hast diese Wertschätzung und verlangst auch diese Wertschätzung von anderen und bist damit bewusst, wie außergewöhnlich du bist
und bist mit deinen Größen bewusst, öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Und das soll dein Ziel sein. Steinbock zeigt die Ziele. Das ist der Schicksalsweg, was deine Seele ausgesucht hat. Setz das als Ziel und du erreichst dein Ziel. Und das bedeutet eine glückliche Partnerschaft zum Leben. Und Steinbock ist Erdeelement, das heißt, das ist Realität. Also es ist kein Traum, natürlich erstmal ein Traum, aber das wird Realität sein. Zurzeit bewegt sich diese beiden Mondknoten im Krebs und Steinbock, also wird auch diese karmischen Themen bei dir aktiviert. Und das ist diese Bewegung noch bis Ende März dieses Jahres. Ketu, was die alte Karma symbolisiert, befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Punarvasu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist ein hell leuchtender Stern im Himmel, wurde bei Ägyptern verehrt und zeigt eine Richtung und das ist die Nordpol und dient zum Orientierung. Und das, was du karmisch lernst, dass du Ziele setzt und diese Orientierung, das ist die Fokus, das sind deine Träume, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, nicht aus die Augen verlierst. Dann hast dein Lebensweg selbst bestimmt. Das sind so karmische Themen, was du lernst. Und Rahu ist den Weg, was deine Seele ausgesucht hat im Steinbock, befindet sich in ein Mondhaus. Und Rahu ist im Mondhaus Uttarashada und das heißt höheren Wünschen. Ein höheren Selbst und höheren Wünschen. Dieser höheren Selbstbewusstsein ist die Lernaufgabe und dass du Wünsche hast und selbstverständlich, weil hier um die siebte Lebensbereich handelt, das ist dein Wunsch, die liebe Partnerschaft. Uranus befindet sich in Zwillinge, in die Nähe von dein Aszendent. Dieser Mondhaus heißt Punarvasu und dasselbe wie dein Mondknoten Sirius. Sirius, dieser hell leuchtende Stern, also du genauso sollst du auch nach außen leuchten, weil das beeinflusst dein Auftreten, deine Persönlichkeit, das ist das erste Lebensbereich. Deine Persönlichkeit, dein Aussehen, dein Auftreten und so wie anderen dich auch wahrnehmen, wird von Sirius bestrahlt und das ist eine von den hellste Stern überhaupt im Himmel, das ist Glanz. Also zeigt dieser Glanz. Neptun ist die Träume, die Visionen, die Inspiration im Waage, befindet sich im Mondhaus Chitra und wird von Spica bestrahlt. Spica wurde bei den Römern verehrt, das ist die Weizen. Ehre der Jungfrau, aber hier im Grenzbereich, also wirkt auch in Tierkreiszeichen Waage auch und das bedeutet Ernte. All das, wovon du träumst, bei Neptun-Energie geht es um Träume. Alles, was du träumst, ist realistisch. Du erreichst das, weil das ist Ernte. Das ist die Weizen-Ehre der Jungfrau. Das dauert, aber das trägt Früchte. Pluto ist rückläufig, hast karmische Themen hier im Löwe im zweiten Lebensbereich. Dieser Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt und Regulus ist der Stern der Könige. Also sei mit diesen Werten bewusst. Das könnte sogar ein Hinweis sein, weil hier Rückläufigkeit, karmische Themen, dass du in früheren Leben wirklich in ein Könighaus gelebt hast, also sei mit diesen Werten auch bewusst.
Saturn steht in Verbindung zu deinem Aszendent, das heißt, Saturn bestrahlt dein Aszendent wundervoll und zeigt dir die Lernaufgabe, steh zu dir selbst, zeigt es auch. Sonne steht in wunderbarer Verbindung zu Mars, das ist deine Lebenskraft, deine Lebensenergie, zeigt natürlich auch die Gesundheit auch, dass du diese Lebensenergie hast, Krankheiten überstehen, aber bedeutet auch das Männliche, also du hast Glück mit einem Mann. Merkur und Jupiter und Venus und Jupiter steht gegenüber. Merkur und Venus steht hier in einer Konjunktion in Skorpion, das heißt, sie wirken zusammen. Und Merkur ist das Jugend und du als Frau hast immer eine jugendliche Ausstrahlung und Jupiter ist gegenüber und spiegelt dir etwas. Und das heißt hier die karmischen Themen, sei bitte mit deinen Größen bewusst. Und das sind die Verbindungen. Liebe Giarelia, das war die zweite Teil deiner Deutung, diese Horoskop-Deutung, und im dritten Teil kommt dann das Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.